Ja. Na dann. Renn mal. Stoß mal. Boom. Oh Scheiße, das klingt übel. Dumm. Auch geiles Bild hier gerade, ne? Schade. Naja. Kann ich das Ding jetzt irgendwie wegschmeißen oder so? Weil ich brauch's ja nicht mehr eigentlich. Hat uns toll gedient. Ich wollte ihn Pepsi nennen. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ja. Ich werde ihn nie vergessen. Ja. Na, wegschmeißen. Alter, Alter. Das ist ein tiefes Loch. Sag nicht, wir müssen da rein. Natürlich müssen wir da rein. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Natürlich. Logisch. Das ist doch selbstredend, dass man da runtergeht. Also, wo ein Scharfschütze. Ah, es gibt also eine neue Waffe in diesem Kapitel. Nee, in diesem Akt sogar. Dritter Akt. Ah, das ist doch schön. Ja. So, mal schauen. Das war ganz schön tief, ne? Und zerfetzte Leute. Ich kann nicht so feucht erringen aus. Buchsen der Wände sind marode. Wir müssen hier raus. Super schnell. Ja, ja, schon gut. Ich wollte ja auch gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. So viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Ja, und das Erscheinungsbild ist auch das letzte. Ja, hier muss dringend mal renoviert werden. Finde ich auch. Mann, ich glaube nicht, dass ich jemals so glücklich war, einen so schlechten Witz zu hören. Ja, was war das? Sehr gute Frage. Naja. Ja, in Bewegung werden. Das ist, glaube ich, hier sowieso praktischer, weil hier eh alles einstürzt. Treten. Ich muss ihn wieder treten. Das sieht aus wie ein Dachventilator. Warum sind wir eigentlich erst reingegangen, wenn wir jetzt wieder raus wollen? Ja, komm. Wir wollen noch raus und nicht noch tiefer, ey. Au. Heilige Scheiße. Das war verdammt knapp. Ich brauche irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Es interessiert mich nicht, für welches Ausmaß an Misshandlungen dein Arsch gemacht ist. Ja. Beweg dich. Mich eigentlich auch nicht. Aber hier ein Haus. Das wäre doch geil. Also. Oder vielleicht auch noch da oben. Nee, hier unten ist doch auch geil. Da unten, direkt am Strand, ist doch eigentlich. Oh, das ist doch. Da will ich hier mich niederlassen und nichts mehr tun. Vielleicht noch ein bisschen Let's Play. An alle Final Echos in der Nähe. Befehlshabende braucht Unterstützung. Feinde haben Lager umstellt. Äußerste Vorsicht geboten. Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition. Ja. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm. Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff Solano unterwegs. Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. So. Wir brauchen sie lebendig. Ja. Nee, die will ich gerade nicht. Ja, ein paar Ladungen, glaube ich, kaufen. Voll kaufen, ne? Nee, ich glaube. Magazine brauche ich nicht kaufen. Kriege ich doch eh ein paar Ladungen noch. Hier aber nicht so viele, weil ich die nicht so gut finde. Boah, ey, beinahe hätte ich auf den falschen Knopf gedrückt. Das wäre nicht so gut gewesen. Weil dann wäre nämlich der Computer ausgegangen. Mal gucken. Sprengen die Oberwelt.
Hälfte eines Gegners weg. Ach, das geht doch eigentlich einfach. Ich bringe einem Gegner die Beine weg, töte einen abgeschossenen Gegner, indem du ihn in den Boden sprengst. Ja, mal gucken, ne? Also, verloren wir sie uns eben lebendig. Von mir aus lebendig. Immer wieder diese alten Fetzen. Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig. Die AI-Logik versucht beständig, die Kontrolle zu übernehmen. Das musst du verhindern. Reiß dich einfach zusammen. Ja, tu das mal, sonst bin ich euch verloren. Denke ich mir so. Fahrstuhlaussicht. Oh ja, das ist doch mal ein schöner Blick. Einfach nur zwei harte, militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Ja. Das war ja ein nervöses Kichern. Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe. Vielleicht auch ein bisschen von beiden. Ja, vielleicht. Hey, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich bin einfach ein gut aussehender Mann. Ja. Muss man echt sagen, der sieht wirklich nicht schlecht aus. Also im Gegensatz zu anderen Hauptcharakteren sieht er wirklich noch recht gut aus. Wohingegen die nicht so gut aussehen. Großer Gott, sie haben die anderen Typen verstümmelt. Ja, das ist wahr. Mal kurz. Was ist das? Alter. Die ekligen Bastarde verstecken sich gern. Achtung, diese Wichser sind schnell und clever. Ne, dann. Ja, warte. Headshot. Aha. Ja, ich renn doch rein. Was mach ich das immer so unschlau? Und jetzt rennt er da. Alter. Treten kann ich selber noch. Was haben die eigentlich für Waffen? Haben die gleiche wie ich? Oder den Peacemaker? Anscheinend. Ja. Anstatt einfach die gleichen Gegner mit nur mit anderen Waffen zu machen, kommen dann immer neue Gegner. Naja. Das heißt, es gibt jetzt wie viele Parteien? Bis jetzt 4? Oder einmal wir. Die einen Eingeborenen, die anderen Eingeborenen. Nur in Slow-Mo und dabei ein bisschen schießen. Das ist episch. Renner. Was ist das denn für einer hier? Komm. Show me your moves! Nein, falsche Waffe. Ah oh, ja, richtig, deswegen. Headshot. Mann. Komm. Also. Höhenangst. Ah, der ist runtergefallen. Oder. Nee, der ist nicht runtergefallen. Spaß. Egal. Der hat halt Höhenangst, wenn hier Sachen explodieren. Genau. Habe ich die. Entweder habe ich die Waffen alle gerade hochgejagt oder schon eingesammelt oder. Ja.